Hallo, in diesem Video wieder einige Antworten auf Ihre Fragen. Wir haben einiges vor, also legen wir direkt los. Neues Visual Style gibt es ebenfalls nicht. Das sparen wir uns für morgen auf. Erste Frage: Windows 6.38. Fragt an, er hat Windows 7 installiert, danach Windows XP. Und wenn ich das richtig verstanden habe, Windows XP hat den Bootsektor natürlich überschrieben. Wie kommt er jetzt wieder an den alten Bootsektor ran? Wir haben mal ein Programm vorgestellt: Bootsektor reparieren für Windows XP. Nein, falsch, für Windows 7. Wir haben natürlich auch ein Video für Windows XP vorgestellt, aber Windows XP Video hilft Ihnen hier nicht. Sie brauchen das Programm, das wir in dem Windows 7 Video eingesetzt haben. Damit können Sie Bootsektoren beliebig manipulieren. Das aufrufen und dann einfach den Windows 7 Bootsektor nach, naja, installieren wäre jetzt falsch gesagt, aber eben nachträglich eintragen. Nächste Frage von User Master Schnitzel. Hi, ich habe in eurem Video Taskbar für alle. Das habe ich gemacht, aber bei mir ist nicht nur das Icon, sondern auch der Anfangsbuchstabe. Das ist nicht ganz verständlich. Da bräuchten wir eventuell nochmal die URL von dem Video, um uns das Video nochmal anschauen zu können, um dann eben genau zu wissen, was Sie überhaupt meinen. Ist das Masterboard und das Motherboard das gleiche oder zwei verschiedene Dinger? Nein, ist das gleiche. TT Techno. Hardware-Virtualisierung. Ich wollte mal fragen, ob man mit dem AMD Athlon 2X4 und dem AMD Phenom 2X4 die Hardware-Virtualisierung für den XP-Mode von Windows 7 unterstützen. Wir haben jetzt nicht explizit bei AMD.com nachgeschaut. Die Prozessoren sind allerdings dermaßen neu, dass das damit funktionieren sollte. Deswegen, also kein hundertprozentiges Okay, allerdings höchstwahrscheinlich. Christoph Mahm fragt an, ob wir ein Visual Basic Tut machen könnten über einen YouTube-Downloader. Der Gastproduzent auf Semper-Video namens Quoxer1, so ist der Name seines Channels auf YouTube, der hat mal einen YouTube-Downloader für uns erstellt und darüber auch ein entsprechendes Video gemacht. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass Sie das gesehen haben und dass Sie das auch meinen. So, und wir haben schon gesehen, er hat sein Video dahingehend aktualisiert. Allerdings ist das, soweit ich weiß, noch nicht auf sempervideo.de eingebunden, also Sie müssen es in seinem Channel kurz nachschlagen. Nochmal Frage, Christoph Mahm, was ist der Unterschied zwischen Visual Basic 2008 und 2010? In der Absolutheit können wir das jetzt natürlich noch nicht sagen, da wir 2010 uns selbst noch nicht angeschaut haben. Wir haben allerdings in einem anderen Video ganz kurz darauf abgezielt, dass die sogenannte Windows Presentation Foundation in Visual Basic 2010 wahrscheinlich wesentlich besser funktionieren wird. Das war ein Bereich, den haben wir in 2008 komplett ausgeklammert, weil der halt noch nicht richtig funktioniert. Das übliche Microsoft-Problem bei der ersten Fassung ist halt alles noch ein bisschen eckig. Deswegen, da gehen wir mal davon aus, dass das da besser ist. Ansonsten, es werden halt wieder neue Befehle unterstützt, eben die von vom Net-Framework, ich weiß jetzt gar nicht so genau, VB 2010, ist es das Net-Framework 4? Ich denke mal schon. So, was da jetzt eben an Neuerungen möglich ist, das kann man halt dann eben damit nutzen. Das heißt, wenn Sie neu anfangen, dann lohnt sich der Umstieg auf jeden Fall. Der einzige Grund, warum Sie das alte, sage ich jetzt mal, langfristig weiterbehalten sollten, wäre eben, wenn jetzt Ihr Rechner, sage ich jetzt mal, so langsam ist, dass der unter 2010 zusammenbricht. Bella Mitzkin 1, er hat noch mal ein paar Fragen geschickt zu seinem Problem. Wir hatten beim letzten Mal gesagt, dass wir das so nicht beantworten können. Denn er hatte Fragen und Screenshots auf eine andere URL gepackt und hat jetzt nochmal nachgeschoben, es würde nicht anders gehen, da die Screenshots ja eben auf seiner HP sind. Ist alles völlig richtig, machen wir aber trotzdem nicht. Die Fragen kommen hier rein, die Screenshots können Sie da ruhig liegen lassen und dann eben genauso wie Sie jetzt hier auf Ihre komplette Seite verlinkt haben, einfach auf die Screenshots verlinken. Also die Screenshots öffnen wir, haben wir hier auch gemacht, ist kein Thema. Aber wenn wir jetzt da eben noch die ganzen Fragen von da an ablesen, dann kriegen wir demnächst hunderte von Fragen, wo die einfach sagen, hier kommt einfach mal auf meine Seite und so weiter. Deswegen, das machen wir nicht, auch wenn Sie recht haben. Wir könnten es natürlich machen. Nox Tutorials. Er hatte eben eine Frage gestellt, die habe ich allerdings gelöscht vorher, wie unser altes WordPress-Thema hieß. Und das hat er dann eben zwei Mails später gefunden. Das ist jetzt diese. Und er fragt sich jetzt, wie er das Ganze auf noxtutorials.no.ohost.de einbinden kann. Das ist schwer zu sagen, da wir nicht wissen, was das hier jetzt überhaupt für ein Provider ist. Wir kennen den jetzt so nicht. Wenn ich das Ganze jetzt hier aufrufe, kommt da
Gar nichts. Kommt jetzt gleich eine Fehlermeldung, Timeout. Deswegen, wir können nicht sagen, was das hier jetzt für ein Provider ist, was der alles unterstützt. Deswegen kann ich die Frage dahingehend auch nicht beantworten. Windows-Einsteiger fragt an, mich würde brennend interessieren, wie man einen File-Sharing-Client erstellt. Wie zum Beispiel uTorrent. Ja gut, also zum einen, Sie müssen sich damit der entsprechenden Programmiersprache auseinandersetzen. Zum Beispiel jetzt Visual Basic könnten Sie machen. Ansonsten bräuchten Sie das Protokoll, mit dem sich die entsprechenden Anwendungen unterhalten. So, wenn Sie die zwei Teile haben, dann könnten Sie sich unsere Videos diesbezüglich anschauen. Da haben wir mal, ich glaube, das waren die letzten zwei Videos, da haben wir so eine Kommunikation über TCP/IP vorgestellt. So, damit könnten Sie dann anfangen und die Programme würden sich dann darüber unterhalten. Allerdings, Sie brauchen die entsprechende Protokoll, ich sage jetzt mal Infrastruktur oder den Befehlssatz, um halt eben die entsprechenden Clients dann abfragen zu können, was hast du für eine Datei und so weiter und so fort. Ist aber definitiv nichts, mit dem man anfängt. Tim kann schon lesen, hat nochmal, beziehungsweise hat immer noch ein Problem mit seinem Windows Live Messenger. Oder ich habe die Frage so oft gelesen, dass ich glaube, dass er das schon länger hat. Ja, er hat es überall rausgeschmissen. Crepe Cleaner und ein paar andere Programme sagen alle, es ist raus, aber es kommt halt immer wieder. Ob es noch irgendwelche Vorschläge gibt. So, Windows XP Service Pack 3. Da kommt jetzt der Vorschlag, Anti-Spy zu installieren. Denn da haben wir hier, wenn wir hier runter scrollen, die Möglichkeit, Microsoft Messenger deinstallieren. Das ist standardmäßig nicht aktiviert. In diesem Fall jetzt hier die Checkbox setzen, dann wird er deinstalliert. Vielleicht hilft Ihnen das weiter. Denn wenn Sie ihn sowieso nicht einsetzen, weil Sie sich darüber aufregen, dass die Software sich dauernd selbst startet, dann eventuell mal die Deinstallation versuchen. Nochmal, Tim kann schon lesen, wie viele Videos stehen auf der To-Do-Liste. Vielleicht kann man die ja mal ganz kurz in den Bildschirm ziehen und ähnliches, aber damit müssen wir im Großen und Ganzen genau das machen, was ich, glaube ich, in dem gestrigen oder vorgestrigen Video gesagt habe, was wir auf keinen Fall machen wollen, dass die Leute sehen, was draufsteht und dann nachher sagen, hey, wann kommt denn zum Geier nochmal endlich dieses Video, worauf ich jetzt schon so lange warte. Deswegen machen wir nicht. Mr. Henrik 95. Wiederherstellungspunkte Windows XP. Er hat Wiederherstellungspunkte, kann sie aber nicht benutzen. Und er fragt an, kann es sein, dass es mit dem Crab Cleaner oder den TuneUp Utilities zusammenhängt? Ja, durchaus möglich, dass die zwei Programme da irgendwas erkennen. Wenn Sie die also starten und ich sage jetzt mal, der Crab Cleaner, der sucht unter anderem nach doppelten Dateien. Und wenn er die da halt nun drin findet, aus irgendwelchen Gründen, und Sie ihm dann gesagt haben, ja, dann löscht die, dann sind die nicht mehr vollständig, diese Wiederherstellungspunkte. Und dann kann es durchaus sein, dass Sie damit die ganze Aktion torpedieren. Deswegen, TuneUp Utilities ist mir selbst jetzt nicht bekannt. Ich habe noch nie damit gearbeitet. Deswegen weiß ich nicht, wie dieses Programm arbeitet. Aber ich würde mal davon ausgehen, dass das damit durchaus zusammenhängen kann. Da, schwarze Mann. Kennt ihr ein Programm, mit dem man Treiber-Updates installiert? Denn die Windows 7 Bordmittel zeigen an, dass meine Treiber aktuell sind. Aber Shareware und Demo-Programme sagen, dass meine Treiber veraltet sind. Gut, kommt jetzt darauf an, was das für Shareware und Demo-Programme sind. Denn Shareware und Demo-Programme hätten eventuell ein relativ großes Interesse daran, ihnen irgendwas zu verkaufen. Nach dem Prinzip der Scareware, wo ihnen dann gesagt wird, ja, ihr Rechner ist ja hoffnungslos veraltet. Aber von jetzt an helfe ich ihnen halt nur noch weiter, wenn sie mich bezahlen und so weiter und so fort. Kennt man ja. Deswegen, dass die Windows-Bordmittel zeigen, dass alles okay ist, das ist jetzt nicht so überraschend. Ich nehme mal an, die haben natürlich nur entsprechende Kompetenzen für die eigenen Windows-Treiber. Deswegen, also, die werden eventuell feststellen können, dass die den neuesten Patch installiert haben. Aber ob der Firefox natürlich auf dem neuesten Stand ist oder, na gut, die sagten ja jetzt gerade Treiber, oder eben ein Treiber für irgendein USB-Gerät, das muss da eventuell nicht unbedingt in die Zuständigkeit fallen und wird eventuell nicht laufend überprüft. Deswegen kann es also durchaus sein, dass es da Probleme gibt. Die Frage ist jetzt halt, welches Shareware, welches Demo-Programm hat was empfohlen? Vielleicht könnten dann andere User sagen, ja, kenne ich, ist absoluter Schrott, das Programm, kann man ignorieren. Ansonsten würde ich mir da jetzt bei einer einmal installierten Basis nicht mehr groß Sorgen machen. Das Einzige, was man da noch regelmäßig updaten sollte, ist, wenn Sie jetzt eine top aktuelle Grafikkarte haben, den Grafiktreiber regelmäßig zu aktualisieren. Aber irgendwann fällt dann die Grafikkarte auch durchs Raster und wird dann im Grunde nicht mehr wirklich weitergepflegt. Auch wenn natürlich Grafik-Updates oder Treiber-Updates kommen, die müssen aber nicht unbedingt Ihre Grafikkarte betreffen.
Ausnahme natürlich, wenn die Grafikkarte ganz neu ist, dann bringt es wirklich was, immer auf dem neuesten Stand zu sein. Aber wenn Sie irgendeine alte GeForce 5 haben, dann nutzt Ihnen jetzt ein neuerer Treiber auch nichts mehr. 007 Hanswurst. Warum sagst du am Ende immer okay? Das wird mal in einem anderen Video ausführlicher erläutert, denn das würde den Rahmen jetzt hier sprengen. Dahingehend, weil, ja, da müsste ich noch ein paar Sätze dazu sagen. 007 Hanswurst nochmal. Ich habe mir letztens den Release Candidate von Firefox 3.7 runtergeladen. Und wenn ich dann auf About Firefox gehe, dann steht da eben Minefield. Sie schreiben hier Minefield, aber ich meine, es wäre das Minenfeld, was da steht. Wird der Firefox von jetzt von etwas, von jedem, von jemand anderem entwickelt? Nein, wird er nicht. Die nehmen nur den Namen Minefield für die jeweilige, ja, Pre-Beta oder Pre-Alpha, für die Entwicklungsversion. Sie haben gesagt, Sie hätten den Release-Candidate runtergeladen, das haben Sie aber nicht. Sondern das ist nur ein Nightly-Build wahrscheinlich gewesen. Irgendwas Unfertiges, was sich im schlimmsten Fall als das reinste Minenfeld entwickeln kann, herausstellen kann. Deswegen das. Katie 480 fragt an, hast du ein neues Mikro? Ja, wir haben ein neues Mikro und wir arbeiten damit derzeit, sage ich jetzt mal, wir testen damit derzeit noch. Wir werden wahrscheinlich umstellen, auch wenn wir einiges negatives Feedback bekommen haben. Aber ich denke mal, die Stimme mit dem neuen Mikro, das, was ich jetzt hier gerade benutze, ist noch das alte Mikro. Das ist wesentlich klarer. Es hört sich auch ein bisschen anders an, ist ja logisch. Aber ich nehme mal an, viele haben sich an die jetzige Stimme gewöhnt und finden natürlich die Umstellung entsprechend irritierend. Ist bei uns genauso. Aber am Ende des Tages wird das neue Mikro wahrscheinlich das bessere sein. George aus dem Dschungel. Ich würde ganz gerne von Ihnen wissen, wie ich nach der Deinstallation vom Firefox beim Löschen am Ende wurde ich gefragt, ob ich meine Lesezeichen behalten möchte. Habe ich natürlich mit Ja beantwortet. Meine Lesezeichen jetzt wieder aufrufen kann und die zum Beispiel in meinem Google Chrome importieren kann. Das Import-Video für den Google Chrome, das haben wir noch nicht online gestellt, das kommt noch. Wie Sie jetzt die Lesezeichen exportieren können, wird es wahrscheinlich das Sinnvollste sein. Ich meine, die entsprechenden Dateien liegen noch in dem Profilverzeichnis. Das ist nicht das Thema. Aber wahrscheinlich wird es am sinnvollsten sein, den Firefox nochmal zu installieren. Denn dann gibt es da den sogenannten Lesezeichen-Manager und damit können Sie die Lesezeichen exportieren und zwar in HTML-Form. Und mit dieser HTML-Form der Bookmarks können Sie wahrscheinlich wesentlich leichter weiterarbeiten, sprich, diese können wesentlich leichter in andere Programme importiert werden. Katie 480, warum nimmst du nicht mit Camtasia 6 auf? Ist doch besser, oder? Gut, ist die Frage, ob es besser ist. Ich glaube, wir hatten hier mal eine Testversion ganz kurz getestet. Und wie mit vielen Programmen, das Programm bietet jede Menge Extras, die wir allerdings allesamt nicht wirklich gebrauchen können. So wie das neueste Microsoft Word oder so ähnlich. Tausend tolle Features bietet, die wir hier allerdings alle nicht wirklich gebrauchen können. Unsere Schwerpunkte liegen irgendwo anders und da funktioniert die Software, die wir hier einsetzen, ganz wunderbar. @lan007, ich habe eine Frage zu Visual Basic 2008. Wie könnte man ein Programm erstellen, welches bei archlordwebzen.com einloggen und gleich Start Game ausführen würde? Ja, wir haben mal ein Visual Basic Video dazu erstellt, wie Sie sich einen eigenen Webbot erstellen könnten. Den könnten Sie da nutzen. Die URL, die Sie mir hier mitgeschickt haben, die funktioniert nicht wirklich. Wenn ich die aufrufe, kommt da auch nur eine leere Seite. So ungefähr wie jetzt hier, um das nochmal von Nox Tutorials nachzuschieben. So, und wir haben allerdings auch nochmal iMacros installiert, beziehungsweise in dem Video vorgestellt. Das ist die Möglichkeit, den Firefox anzuweisen, was man genau machen möchte, so eine Art Makro zu erstellen. Deswegen heißt das Teil ja auch iMacros oder iMacros. Eventuell versuchen Sie es mal damit, könnte eventuell für Sie besser sein. Ansonsten, das Visual Basic Video dazu haben wir eigentlich schon erstellt. Da einfach nochmal nachschauen. Sayuri90 fragt an, er hat ein Problem mit seiner RAN-DLL32-Datei und zwar dauernd Windows Vista Home Premium, dauernd stürzt bei ihm der Explorer ab mit dieser Fehlermeldung, Windows Host Prozess funktioniert nicht mehr.
Daraufhin wird der Explorer neu gestartet. Das passiert dann durchaus wohl nicht selten, aber naja, irgendwie ziemlich unerfreulich für ihn. Er meint, es hat irgendwas mit Nero zu tun. Das hat er jedenfalls schon über Google herausgefunden. Und er hat Nero auch deinstalliert. Funktioniert natürlich wunderbar. Das Problem ist natürlich, dass Nero eine einmal ersetzte RAN-DLL-Datei, wenn Nero die denn überhaupt ersetzt hat, nicht mehr fixt. Deswegen, so auf die Schnelle, würde ich Ihnen jetzt im ersten Schritt mal empfehlen, was war das hier, Windows Vista Home Premium, sind Sie bezüglich des Service Packs auf dem neuesten Stand? Vista Home Premium, ich glaube, da ist ja der Service Pack 2 ist ja schon draußen. Und insoweit, ich würde den vielleicht versuchen, nochmal zu installieren. Vielleicht löst das Problem. Vielleicht sind da irgendwo durch dieses Problem mit dem Nero-Brenner irgendwelche Dateien entfernt worden oder Registry-Einträge. Deswegen da eventuell nochmal den neuesten Service Pack installieren. GIMP Friend. Schrifteinstellung unter Linux. Er hat uns hier Screenshots mitgeschickt und zwar, so kann man sehen, so ist jetzt nicht ganz eindeutig, aber hier kann man jedenfalls sehen, wir haben hier einen Schriftzug und dahinter ist eine kleine Fragezeichengrafik auf SchülerVZ für diejenigen, die das kennen. So, und in dem Linux-Betriebssystem, da ist das Ganze, sage ich jetzt mal, untereinander angeordnet und bei Windows im Firefox, alles derselbe Webbrowser, da ist das hintereinander. Gut, und er hat natürlich schon selbst erkannt, es ist die Schriftart. Linux oder Ubuntu stehen nicht dieselben Schriftarten zur Verfügung wie zum Beispiel Windows. So, und natürlich entwickeln die meisten Entwickler für Windows-User, weil die halt in der Mehrzahl sind. Und ja, da kann es natürlich schon mal zu minimalen Unterschieden kommen. Wir haben allerdings schon 2 Videos online gestellt, wie Sie die Windows-Schriftarten auch in Ubuntu installieren können. Deswegen, wenn das für Sie ein großes Problem darstellt, einfach die 2 Videos kurz anschauen, die Schriftarten installieren und dann natürlich im letzten Schritt, Sie müssen den Firefox auch anweisen, diese Schriftart zu benutzen. Eventuell reicht es auch schon, wenn Sie ihn jetzt dazu anweisen, eine andere Schriftart zu nutzen, eine, die kleiner ist. Oder Sie sagen ihm, die Schriftart, die du benutzt, die nimmst du nicht in der Schriftgröße 10, sondern du nimmst die Schriftgröße 9. Eventuell bringt es das schon. Kann aber auch sein, dass die Seite dann für Sie unleserlich wird, weil es halt immer kleiner wird. Das mal testen. Aber Quintessenz, die Windows-Schriftzeichen lassen sich auch unter Ubuntu nutzen. Man muss sie nur installieren. Tobias XYZ hatte seit einigen Tagen ein Problem mit Windows Essentials und er kriegte sie nicht deinstalliert. Jetzt hat er es wohl geschafft, wenn ich das hier richtig interpretiere, nachdem er es einfach nochmal installiert hat. Es war wohl ein Installationsfehler aufgetreten. Bei der zweiten Installation ist dieser Fehler allerdings nicht mehr aufgetreten. Und danach hatte er in der Programmübersicht auch die Möglichkeit, das Teil zu deinstallieren. Hat dann auch funktioniert. Also, das wollte er nur nochmal nachschieben für die User, die da eventuell mit ihm fieberten. Saugstube 09. Ich habe ein Windows XP und ich will, dass wenn man auf Start drückt, dann kommt da ja ein Suchfeld. Also hier kommt kein Suchfeld bei Windows XP. Es sei denn, Sie meinen den Sucheintrag, den ich jetzt hier ausgeblendet habe. Wo dann steht Programmname Dateien. Und ich wollte fragen, ob Sie wüssten, ob man das auch für Windows XP machen kann. Naja, Sie haben ja Windows XP. Insoweit bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob Sie nicht eigentlich meinen, dieser neuartige Dialog von Windows 7-Windows Vista, wo man hier unten im Startmenü direkt eine Suchzeile hat. Wenn Sie die meinen, dann nein, die können Sie so nicht nachrüsten unter Windows XP. Sie können nur einen anderen Programmstarter nutzen. Wir haben schon ein Video darüber gemacht. Das Programm nennt sich Launchy, also aus dem Englischen für Starter oder so ähnlich. So, und das ist etwas, da drücken Sie die Space-Taste, haben wir schon vorgestellt, und schon kommt diese Suchzeile oder Programmstartzeile auf dem Desktop. Sie geben Ihren Namen ein und schon starten Sie die Anwendung. Eventuell das Programm mal testen. X-Ramse, Visual C Sharp Passwortschutz. So, er fragt an, er hat ein Programm geschrieben und will natürlich, dass sich die Benutzer über Benutzername und Passwort authentifizieren. Und das Ganze soll über einen FTP-Server passieren.
ob das nun möglich ist. Nun ja, gut, theoretisch ist das natürlich problemlos möglich. Sie hinterlegen einfach irgendeine Datei auf einem FTP-Server und ihre Anwendung greift drauf zu. So, und wenn dann nun, ich sage jetzt mal, der Benutzer Sempervideo sich einloggt auf einem Rechner, dann wird der Webserver oder der FTP-Server angewiesen, eine Information zu speichern, zum Beispiel Sempervideo gleich 1, das bedeutet, ein User hat sich damit eingeloggt. Eventuell noch eine IP dahinter setzen, von wo aus er sich einloggt, damit sie halt unterscheiden können, ist das derselbe, der sich gerade zum zweiten Mal einloggt, oder ist es ein anderer und so weiter und so fort. So, sie müssten natürlich dann noch sicherstellen, dass, wenn der User sich ausloggt oder nur das Programm beendet, dass dann trotzdem eben festgestellt werden kann, dass dieser sich ausgeloggt hat. Sonst haben sie demnächst den Counter auf ihrem FTP-Server, der da irgendwo in einer ziemlich hohen Zahl steht, weil sie tausende von Logins hatten, aber eben niemals registriert haben, wenn sich einer ausgeloggt hat. Ich schätze mal, ein FTP-Server ist für sowas aber eventuell nicht gerade die beste Möglichkeit, weil FTP-Transfer normalerweise unverschlüsselt ist. Ob das deswegen eine gute Idee ist, müssten Sie eventuell noch mal drüber nachdenken. Dr. Matt Kopp, ich würde gerne wissen, wie man auf seiner Homepage ein Live-Video einbinden kann oder anders gesagt Live-Streaming via HTML oder YOMLA. Gut, da müssten Sie auf Ihrem Rechner einen Streaming-Server installieren und je nachdem, welcher Server das ist, das dann wiederum mittels den entsprechenden Befehlen in Ihrer HTML-Seite einbetten oder in YOMLA. Aber das hängt eben vom Streaming-Server ab. Altis Corner. Er schreibt, er hat sich Windows 7 gekauft, mühsam mit allen Treibern auf seinem Laptop installiert und hätte jetzt gerne eine Möglichkeit, wie er diesen Stand, den optimalen Start, eben, ich sag jetzt mal, einfrieren kann, um dann eventuell später immer wieder darauf zurückgreifen zu können. Wir haben schon mehrere Videos dazu online gestellt, wie man ein System, ich sag jetzt mal, backuppen kann. Einfach da mal nachsuchen, entsprechende Videos eben anschauen und dann das Ganze einfach durchführen. Es gibt mehrere Tools. Es gibt sogenannte Image-Lösungen, die das Ganze eben einfach einfrieren, am Ende auf eine DVD brennen und dann können Sie es immer wieder zurückkopieren. Sie können aber auch ganz plump einfach, je nachdem wie groß Ihre Partition ist, diese einfach auf einen USB-Stick auspacken oder nur die wichtigsten Dateien entsprechend anweisen, um dann eben von dem USB-Stick im Notfall booten zu können und einfach wieder zurückzuspielen. Geht also auch. Haben wir schon gezeigt. IOSAP, also irgendwas, kann ich nicht lesen. Ich würde mal fragen, wie man sich davor schützen kann vor Webseiten wie 127, nee, 127.7.com, eine übliche Rickrolled-Webseite. Man ruft auf und ja, gut, schon hat dieses Video auf YouTube einen Hit mehr bekommen. So, und wenn ich das natürlich jetzt hier beenden will, dann, ja, we are no strangers to love. Du kennst die Befehle, die kennen wir auch und deswegen kann die Webseite das Ganze hier aus schalten, sodass das am Ende halt nicht mehr geht. So, wenn man einen ordentlichen Webbrowser benutzt, in diesem Fall nehme ich hier den neuesten Google Chrome Browser, so, da kann ich das hier einfach checken und einfach sagen, so, diese Webseite gibt mir keine Befehle mehr und in dem Moment wird sie dann auch ordentlich geschlossen. Und am Firefox mit dem installierten NoScript hätte ich die Möglichkeit, dem die NoScript-Rechte, die ich vorher erteilt habe, also dass das Skript ausgeführt wurde, denn sonst hätte ich das so jetzt gar nicht sehen können. Die kann ich auch wieder entziehen. Also einfach hier draufklicken und dann einfach sagen, die Webseite darf die Rechte nicht haben. Dann lädt NoScript die Seite nochmal neu und dann kann ich sie auch problemlos beenden. Also einfach nur einen ordentlichen Webbrowser benutzen. Nerv 1 van Nerfingen. Nein, Nerv 1 van 1 Nerfingen. Ich habe meine Windows XP Admin-Passwörter vergessen. Der PC hat kein Laufwerk, keinen USB-Stick und er kann auch nicht booten. Ohne Admin-Rechte kann ich keine Programme installieren. Kennt ihr den Weg? Ja, schauen Sie sich einfach unsere Videos an. Windows und Account und Knacken. Wir haben schon drei, vier Videos dazu gemacht. Alle Tricks, die dort gezeigt werden für Vista, XP und 7, funktionieren auch jeweils unter den anderen Rechnern. Ich schätze mal, am Ende haben Sie so sechs, sieben Möglichkeiten, wie Sie da wieder drankommen. Und ich glaube, die erste Methode, nee, dazu muss man ja Adminrechte schon haben mit dem NetUse-Befehl. Dietrox92, Chrome Tabs verankern. Er fragt an, wie er eben die Chrome Tabs verankern kann, sodass sie einen Neustart überleben. Hat uns ein anderer User schon mal geschickt. Und ich glaube, Session Manager oder Session Buddies heißt das Chrome Add-on. Das installieren, dann klappt es auch wieder mit dem Nachbarn. R2, Darth 3. Ich habe eine Frage in Bezug auf den Firefox 3.6. Ich habe einen Firefox 3.6 runtergeladen.
Aber irgendwie läuft der nicht richtig. Gibt es eine Möglichkeit, auf den alten Firefox zurück downzugraden? Tolle Wortwahl. ftp.mozilla.org ist Ihr Freund. Einfach drauf. Dann einfach pub. Dann einfach nach Firefox suchen. Dann Releases. Und hier finden Sie alle alten Versionen. Suchen sich einfach die raus, die Sie brauchen. 359 wäre wahrscheinlich die, die Sie wollen. Weil Sie ja eben 36 hier scheinbar nicht mehr wollen. Also ftp.mozilla.org. Robert 998 hat ein Problem. Er hat eine 6000er Leitung, 6000 Bits. Ich nehme mal an, 6000 Kilobits sind's. Weil 64.000 Bits war schon ISDN. Und wenn Sie wirklich nur 6000 Bits haben, dann haben Sie nur 8% von der ISDN-Leitung. Kann ja auch nicht stimmen. So. Doch die kann mein Browser irgendwie nicht ordentlich ausnutzen. Wenn ich zum Beispiel ein Programm namens CryptLoad was runterlade, mir ist das Programm selbst jetzt nicht bekannt, kriege ich meine vollen 6000 Bits. Woher weiß ich, dass ich nicht die volle Geschwindigkeit habe? Habe ich auf SpeedNet und auf Bandbreite Plays getestet. Woran kann das liegen? Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, haben Sie unter CryptLoad nicht, sonst macht die Frage so keinen Sinn, nicht die volle Bandbreite. Nun, die volle Bandbreite hängt natürlich immer davon ab, ob die Quelle überhaupt in der vollen Bandbreite senden kann. Also wenn Sie bei speedtest.net die volle Bandbreite haben, dann steht die Ihnen auch zur Verfügung. Alles andere liegt am Sender. Und ansonsten, wenn Sie es mit diesem Programm nicht auf die Reihe bekommen, sage ich jetzt mal, die volle Bandbreite zu bekommen, wie schaut es mit anderen Programmen aus? Zum Beispiel Firefox oder eben dem Chrome-Browser. Also sobald Sie sie irgendwo haben, dann haben Sie sie auch. Alles andere liegt an der Quelle. Lord El Xibit. Nur eine kleine Anweisung. Remaster Sys Ubuntu. Ein Video haben wir vor kurzem dazu online gestellt und sie macht uns nur darauf aufmerksam, es scheint so, als wenn das nicht mehr funktionieren würde. Müssen wir uns anschauen, haben wir uns mal notiert. Außerdem habe ich eine Frage zum kommenden Visual Basic 2010. Werdet ihr ein Video machen, in dem ihr erklärt, was jetzt neu, besser, schlechter, anders ist und so weiter? Wahrscheinlich nicht, denn haben wir bei Visual Basic 2008 nicht, auch nicht gemacht. Wenn wir es einsetzen und wir haben es damit nicht eilig, also ist jetzt nicht so, dass wir da als erstes direkt die neue Version machen müssen. 80% ist wahrscheinlich komplett gleich mit der 2008er Fassung. Und auch damals bei 2.5 auf 2.8 haben wir uns sehr viel Zeit gelassen, weil es bringt nichts unbedingt immer der Early Adopter zu sein. Deswegen, und nachher haben wir es dann einfach eingesetzt und haben es einfach genutzt. Ich weiß nicht mal, ob wir da so viele Sachen benutzt haben, die es dann unter 2.5 gar nicht gab. Also deswegen, da wird es wahrscheinlich nicht so sein, dass wir sagen, also das ist jetzt besser, das ist jetzt besser. Es würde am Ende nichts bringen, sondern wir machen einfach ganz normal unsere Videos und nutzen einfach die neueste Fassung. Wir werden natürlich dieses Windows Presentation Foundation mal abtesten, aber auch da gibt es jetzt keine wirkliche Eile. The Bayard 2, ich würde gerne wissen, ob ihr eventuell wisst, ob Final Fantasy 13 auch irgendwann auf PC gibt. Wir haben es nicht so mit Spielen, deswegen keine Ahnung. Drehbohne. Gibt es eine Seite, auf der man auch Maus-Themes herunterladen kann? DeviantArt.com. Nächste Frage: Windows 7007. Er trägt ein ganzes Bundle an Fragen. Und zwar die erste Frage ist: Welche Vorteile hat man als YouTube-Partner? Abgesehen davon, dass man längere Videos hochladen kann. Nun, so absolut kann ich das natürlich nicht sagen, da wir einen YouTube-Partner-Account haben und jetzt keinen Nicht-Partner-Account. Deswegen, ich müsste wissen, was Sie können, bevor ich mich damit vergleichen kann, um dann eben zu sagen, und das alles können wir. So nach dem Motto der klassische Schwanzvergleich. Aber egal. Für uns ist im Großen und Ganzen nur wichtig, höhere Auflademöglichkeiten, und eben die Möglichkeit, den Channel ein bisschen auszuputzen. Und das ist das, was Sie eben alles auch sehen. So, wir haben jetzt noch die Möglichkeit bekommen, ein Bulletin rumzuschicken. Kann man allerdings hier nicht wirklich sehen.
Ob sie das allerdings nicht können, das weiß ich natürlich jetzt nicht. Deswegen kann man leider nicht so viel zu sagen. Zweitens, wie kann ich im Firefox einstellen, dass wie im Chrome die URL automatisch wieder eingegeben wird, wenn man zum Beispiel ein Y eingibt, das dann gleich YouTube erscheint? Und ich nehme an, Sie beziehen sich auf die Funktion der sogenannten Schlagwörter. Dazu einfach mal unsere Videos zum Firefox nachschauen. Schneller suchen, glaube ich, haben wir das damals genannt, wo Sie einfach nur ein G eingeben und schon wird das Ganze mit Google assoziiert und jeder Begriff dahinter wird direkt in Google gesucht. Haben wir alles schon gezeigt. Ging bei euch YouTube am Sonntag auch nicht? Da kann ich mich jetzt nicht mehr dran erinnern. Was bringt es bei YouTube, dass YouTube so viele Neuerungen einführt? Naja gut, Stillstand ist Rückstand, Rückschritt. Nehme ich jetzt mal an, die müssen immer wieder was Neues bringen. Optimierungen, langsam aber sicher wandeln sie sich zu einem Social Network. Ich nehme an, da liegt der Sinn des Ganzen. Was für ein Mikro verwendet ihr? Wir nutzen hier ein Mikro von Sennheiser. PC350 heißt das, glaube ich. Wie kann ich es unter Windows 7 ausschalten, dass installierte Programme hervorgehoben werden? Auch dazu haben wir schon ein Video erstellt. Nerv ich euch mit euren Anfragen, aber sorry, in der letzten Zeit hatten sich einige Fragen angehäuft. Nein, das nervt durchaus nicht. Wann kommt der Firefox 3.7 oder 4.0? Wenn er fertig ist, kann keiner so genau sagen. Warum kann man die Ländersperre von YouTube nicht mehr mit dem Google-Übersetzer umgehen? Nun, den Punkt hören wir öfters, allerdings ist keiner der Anfragenden in der Lage, das zu beweisen. Sprich, schicken Sie uns einfach eine URL und sagen Sie, hier funktioniert es bei mir nicht. Dann können wir sagen, warum es nicht funktioniert. Bei dem Testvideo, das wir in unserem Video benutzt haben, funktioniert es immer noch ganz problemlos. Deswegen denke ich mir mal, ist es das Übliche, ist das Video in den USA nicht gesperrt, kann man es eben mit dem Google Translator umgehen. Wenn es auch in den USA gesperrt ist und nur in Kamtschatka zu sehen ist, ja, dann nutzt uns Google Translator auch nichts. Kann man den Bootscreen von Windows 7 ändern? Nein, kann man nicht. Haben wir schon in einem anderen Video gesagt, Microsoft wünscht das nicht. Wieso sind auf einer 1 TB Festplatte meistens nur 950 GB drauf? Ist doch eigentlich Verarsche, oder? Nein, nicht wirklich. Die 1000 GB, die Sie bekommen, oder die 1 TB, die müssen Sie durch 1024, weil ein Megabyte ist nicht eben 1 Million Zeichen, sondern eben nur ein bisschen weniger. Müsste man mal nachrechnen, aber ein Kilobyte ist ja nicht 1000, sondern ein Kilobyte ist 1024. So, und deswegen, wenn Sie das dann entsprechend durchteilen, dann werden Sie dahinter kommen, dass das eben nicht, dass 1 TB, 1000 nicht unbedingt 1000 Megabytes ist, sondern halt ein bisschen weniger oder 1000 Gigabytes. Ist ein Cat 6 LAN-Kabel besser als ein Cat 5 LAN-Kabel? Ja, ist besser, es kann mehr. Ob Sie das, was es mehr kann, allerdings überhaupt brauchen, ist eine andere Frage. Wie kann ich die Uhrzeit im Netzwerk ändern? Gar nicht. Sie können allenfalls die Uhrzeit auf einem Computer ändern, aber nicht im Netzwerk. Was für einen DSL-Anbieter empfehlt ihr? Wir würden niemals eine Empfehlung abgeben, da wir immer nur mit einem DSL-Anbieter zusammenarbeiten und wir sind zufrieden. Aber ob das jetzt der beste ist, ist natürlich eine andere Frage. Da eventuell mal andere Zeitungen testen oder checken, die sich da eventuell mehr Mühe gegeben haben. Was ist dein Lieblingsfernsehsender? Fernsehen? Keine Ahnung. Ist schon was länger her. Woher habt ihr eure Themes für die Videos? Ihr habt ja schon eine ganze Menge. DeviantArt.com. Kann man sich auch bei Fragen direkt an YouTube Deutschland wenden oder geht das nur über die USA? Nun, es gibt ein Kontaktformular und soweit ich weiß, wenn Sie das auf Deutsch ausfüllen, also auf YouTube, auf de.youtube.com, dann wird es auch an die deutsche Stelle geleitet. Schon alleine, weil die Amerikaner das wahrscheinlich nicht mal lesen könnten. Wieso kommen auf Sempacensio so selten Videos? Nun, Sempacensio ist eine ganz andere Art von Videos und es gibt halt nicht so viele Themen, zu denen es sich lohnt, dass wir da unbedingt was zu machen wollen. Also nur weil in China ein Sack Reis umgefallen ist, müssen wir es nicht unbedingt anprangern. Deswegen, es gibt halt nicht so viele interessante Sachen, die wir da unbedingt draufpacken müssen. Abgesehen davon, die Skripterstellung für diese Videos ist nochmal wesentlich komplexer. Sowas dauert bei uns in der Regel 2-3 Wochen. Und deswegen
Ja, deswegen dauert es halt so viel länger, bis da mal wieder was kommt. Abgesehen davon, da wollen wir auch nicht die Massen immer nachschieben, weil ich sage jetzt mal, so ein Windows 7-Video auf dem Semper Video-Channel, das ist ja immer nur für eine ganz bestimmte Gruppe. So, und für die anderen ist dann halt nichts dabei. Und dann gibt es ein Ubuntu-Video, ist auch wieder nur für eine Gruppe. So, bei Semper Censio sind halt die Videos quasi für alle Abonnenten dieses Channels gedacht. Und deswegen können die da durchaus was länger laufen. Letzte Frage, ist die Fritzbox oder der Speedboard besser? Keine Ahnung, beide Hardware steht uns nicht zur Verfügung, deswegen können wir da leider nicht sagen, welches von beiden besser ist. Das war damit die letzte Frage. Der Rest von Venneklaas und seinem Bluescreen, der kommt morgen. Okay.